Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Warlords of Draenor, nachdem wir ja letztes Mal ein bisschen unrühmlich hier diese Quest absolviert haben. Geben wir sie jetzt schnell ab und vergessen das Ganze. Und ich müsste immer noch dringend reparieren, aber es steht einfach nirgends jemand rum, bei dem man reparieren kann. Ich hoffe, sie fixen da auch noch ein paar rein. Es gab gerade einen Patch. Es ist, der ist noch frisch, noch richtig warm, dieser Patch, ja, und der ist gerade aufgespielt worden. Und ich kann euch leider nicht sagen, was in dem Patch enthalten ist, da ich die Patchnotes nicht gelesen habe. Aber was soll es schon sein? Ich meine, wir haben Kartendaten. Seither ist es mir eigentlich egal, was kommt. Machen wir uns an die Arbeit, sagt er. Klauenwache Kurik. Ja, dann mach doch mal. Achso, ich soll mich an die Arbeit machen. Ich schau mal noch kurz hier, ob es hier irgendjemanden hat. Einen Händler oder so. Ein Flugmeister, super, ja. Da ist ein Händler. Ich kann nicht bei dem endlich mal reparieren. Noch hat mich Nein, natürlich nicht. Ich werde. Meine Waffe ist gelb, meine Arme sind rot. Ach, aber was soll der Geiz? Ich rufe nochmal unsere kleine Schmugglerin herbei. Ich pfeife nach ihr. Da kommt sie schon. Wenn die reparieren könnte, wäre echt grandios. Wir haben ja ein bisschen Latenz, merke ich gerade. So 1039. Ist okay. Kann man schon mal damit spielen. Wir haben hier eine Sphäre des Seelenliebs. Cool, die haben wir noch nicht gesehen. Ich erhalte 5% des Schadens und der Heilung, die ihr verursacht, als Heilung. Cool, wird gekauft. Dann nochmal so einen Heiltrank. Können wir auch noch einen, können wir noch mitnehmen. Beeilt euch! Beeilt euch! Mini-Silbersäckel. Ich stelle hier nochmal einen brennenden Treat hin. So ein bisschen als Mahnwache. Ja. Und würde sagen, wir gehen ja mal dazu. 1 und 2. 1 und 2 sind Windnatternflügel und Giftstachel. Das klingt doch ziemlich lecker. Da gehen wir direkt mal hin. Ja, was ich noch sagen muss. Zu Seven Days to Die. Ich habe ja gesagt, letztes Mal in der letzten Folge habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass ich aufnehmen wollte und der Server nicht an war. Jetzt ist er wieder an inzwischen. Ich wollte aufnehmen. Allerdings ist einfach alles weg. Das ist grandios. Ich meine, das kann einem immer passieren. Das ist ein Alpha. Und ich wollte bloß sagen, dass jetzt vielleicht erstmal gerade im Moment keine Folgen kommen. Weil ich habe mir überlegt, vielleicht setze ich einfach selber einen Server auf, damit ich dann ja ein bisschen selber die Kontrolle drüber habe, wann der on ist und wann er nicht on ist. Und ich könnte auch Singleplayer spielen, aber ich glaube, Singleplayer ist ein bisschen langweilig. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was euch lieber wäre. Also Singleplayer könnte ich halt gleich wieder spielen und bis ich einen Server aufgesetzt habe, das dauert gewöhnlich ein Weilchen. Wer kommt denn da? Ja, das wäre ganz nett, aber ich würde jetzt sowieso erstmal das hier weitermachen und plus ein Architekt. Und aber ich könnte natürlich auch noch... jetzt kirschen euch da, das wollte ich gar nicht. Na, ist auch egal. Hohe Tierlederfetzen. Ich könnte natürlich auch noch Seven Days to Die weitermachen. Würde ich auch gern. Weil, ja, die, ich glaube, der Beta-Release steht kurz bevor. Also die Alpha ist ja nur bei 9.3 sind wir jetzt. Da gab es auch noch einen coolen Patch mit Feral Hordes, die irgendwie nachts dann rumlaufen. Jede siebte Nacht und immer größer werden und dich dann auch überall sensen und so. Mhm. Klang auch ganz nett. Und es gibt einfach noch so viel, was wir da erkunden können. Aber ja, wie gesagt, ist halt alles weg gerade. Und ich muss nochmal ganz von vorne anfangen. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. So viel hatten wir ja auch noch gar nicht. Aber es ist ja trotzdem, ne? Trotzdem traurig. Jetzt wollte ich so schön hier anfangen zu meinen. Und dann kackt einfach der Server ab. Ja, tut mir wirklich leid, Leute. Ja, schreibt doch einfach mal, was euch lieber wäre. Ansonsten, ja, ich denke mal, bis zum Beta-Release hätte ich dann auch das mit dem Server geklärt. Hoffe ich. Ich weiß noch nicht, wie kompliziert das wird. Aber ich denke, das dürfte kein so großes Problem sein. Und ja, schaut das einfach mal, während wir hier die Seetech-Windnattern abschlachten. Aber wie gesagt, ich habe ja am 23. September kommt noch was raus, was ich auch... Ein dunkler Wind weht. Ich glaube, er hat was fahren lassen. Ich muss
Ja. Genau, am 23. September kommt noch ein Spielchen raus, da möchte ich auch noch ein bisschen spielen und so. Ein bisschen zeigen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie gut das Spiel ist. Ein Space-Spiel, also ein Weltraumspiel. Ich bin außer Reichweite. Und da müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall, Seven Days to Die ist zwar jetzt mal kurz pausiert, aber nicht vergessen, kommt auf jeden Fall irgendwann wieder, weil es mir einfach Spaß macht. Und weil ich die Idee cool finde, weil ich das Spiel schön finde. Es gefällt mir, muss ich sagen, es gefällt mir wirklich gut. Ich finde auch, was die einbauen und so, das ist wirklich ein gutes Team und wie die das machen, gefällt mir alles in allem sehr gut. Die brauche ich gar nicht, da die komischen Humanoiden. Arax. Nee, wie heißen diese Viecher? Zetix. Ja. Ja, auf jeden Fall nehme ich jetzt gerade eine Folge auf und dann nehme ich heute Abend vielleicht nochmal ein paar Folgen auf. Aber jetzt gerade nur eine, damit er heute, ne, heute ist Freitag, der 19. Ja, Freitag der 19. Damit ihr heute eine Folge habt, nehme ich die heute Morgen in aller Frühe auf, weil es hat nicht mehr ganz gereicht. Ich weiß, dass ich heute Abend nochmal aufnehmen kann, vermutlich. Und so ein bisschen mehr. Und, jo. So läuft das. Dann nehmen wir den Eulen halt mit. Ich muss auch Windnatternester zerstören, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich glaube, dafür brauche ich ein Item. Muss ich gleich mal hier kurz das Quest-Ding ins Bummen. Ich glaube, das sind diese komischen roten Bollen da auf dem Boden, die man da schon sieht. Also, das da zum Beispiel. Da hinten ist wieder so ein Riesenschleim. Grässliches Animat. Okay. Ein grässliches Animat. Okay, die Latenz ist ein bisschen besser geworden. Zumindest gefühlt. Also ich glaube gefühlt. Also gefühlt ist er nicht bei 1000. Gefühlt ist es so bei 600, sag ich mal. Was können wir hier? Ja, hier braucht man nämlich dieses. Das Auge von Anzu. Das haben wir in der letzten oder vorletzten? Ich glaube in der vorletzten Folge geholt. Ja, ja, vorletzte Folge. Müsste es gewesen sein, das Auge von Anzu. Und jetzt können wir es hier zum Einsatz bringen und den ollen Windnattern ihre Nester kaputt machen. Da freut sich die Windnatter so im Allgemeinen nicht drüber. Deswegen machen wir die auch gleich noch mit weg. Da kommt schon wieder so ein stinkiger Herold. Oh, hat uns nicht gesehen, okay. Warum geht denn der dann drauf los? Lass die noch einfach stehen. Ja. Hallo? Jetzt. Ja, komm, mach du die Seetick-Natter. Ja, sehr gut. Machen wir die olle Natter noch da vorne? Ich bin außer Reichweite. Zauber ist er. Leibwache, das sind ja nette Buffs, die man da bekommt. So. Und dann noch das Bäbelchen da vorne wegmachen. Mit dem guten Anzu seinem Auge. Und dann haben wir es auch schon. Weil die letzten Schuppen haben wir gerade gelootet. Da vorne, das muss ich euch jetzt gleich mal zeigen. Toll, jetzt kommt da so ein hässlicher Stinker. Und wenn ihr dieses Zeichen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, das sind so zwei so gekreuzte Schwerter. Wenn ihr das auf der Karte seht, in Draenor, dann geht da immer hin. Weil das heißt, da gibt es so ein bisschen ein Event mit einem Rare Mob. Das schauen wir uns direkt mal an jetzt. Das gibt's ab und zu. Ich weiß es aber erst seit kurzem, dass das dann auch was Wichtiges ist, also was Cooles. Guck, hier könnt ihr es sehen. Lauter so komische Arokka-Typen, die um so ein Ei rumstehen und so einen Pillermann-Strahl drauf lassen. Jetzt machen wir die mal da weg. Ich glaube, die muss man wegmachen und dann kommt wahrscheinlich ein Rare Mob. Also das ist immer so, dass man irgendwie was tun muss. Und dann irgendwann kommt ein Rare Mob. Manchmal muss man auch einfach ganz viele Mobs killen und irgendwann kommt dann der Rare Mob. Ja, irgend so Aktionen sind das immer. Ja, genau. Seht ihr es? Jetzt ist das Ei kaputt und jetzt kommt da so ein... Ne, hier lernt man nur bei mir im Podcast, sag ich schon. Bei mir im, ja, hier im, ihr wisst, was ich meine. Oh, armes Feuerelementar. Bei mir im Let's Play, da lernt man den ganzen Tag neue Sachen. Naja, geht so. Ich
Ich mag dieses Geräusch von Kampfrosch. So, und was kriegt man hier Schönes? Irgendwas aus Leder, ne? Na super. Ja gut, der Loot war jetzt nicht so berauschend. Kirschen kann man dieses komische Teil auch nicht. Naja, was soll das? Was soll's, ne? Ich weiß das wirklich erst seit kurzem. Also die ganzen Events kenne ich auch nicht. Ich habe eins gemacht mit meinem Hexer. Und, ja. Seitdem weiß ich das, aber ich habe auch nicht mehr gemacht. Also die ganzen hier habe ich zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Und klar, wir sind auch in den vorhergegangenen Folgen an einigen vorbeigeritten. Das tut mir ein bisschen leid. Aber jetzt wisst ihr es ja. Wenn ihr dann selber spielt, immer dahin gehen. Und hier sind auch schon wieder zwei Rare Mobs, sehe ich hier direkt. Das ist auch geil. Ein Windknatter. Er ist Gul'dan, dieser Typ hier von Beta-Blocker. Aber Gul'dan mit so einem komischen Häkchen über Wu, ich weiß nicht, wie das heißt. Der Schatten wächst. Vorsicht vor dem Feuer. Ich muss Klauenkönig Ikris irgendwas abnehmen. Ach ja, und da oben ist ja auch noch jemand. Anzu, alte Stinkbacke. Boah, dieses Knattern nervt extrem von diesem Moped. Mann, verpiss dich, Gul'dan. So, das ist... Oh, das ist ein böser. Ein böser Möppes. Da waren doch gerade noch zwei Ramops, die hätte ich jetzt doch schnell gern gemacht, da drüben. Den Kollegen da. Ich würde mir gerne Marker auf der Karte setzen, aber das geht glaube ich nicht, ne? Bei WoW. Ah ja, da unten. Da unten ist der wohl. Nee, das ist er nicht. 100? Ernsthaft? Die sind Level 100? Ich gehe wieder. Hier lang. Nein, muss nicht sein. Level 100 Ramop. Lass ich mal noch großzügig stehen. Für den Gul'dan, wenn er kommt. Soll der ein bisschen Spaß haben? Mit der Hydra? So, wir sind wieder oben. Hervorragend. Was ist das denn da? Ritualgebräu der Seetek? Nö, das lasse ich auch stehen. Sollen ihren Ekeltrunk selber trinken. Ach, das ist wieder das Moped. Haha. Er hat ihn gepult. Aha, er hat die gepult. Was brauche ich denn da? Ach, ich muss die Rituale unterbrechen. Okay. Ah, da. Holen wir uns mal die Wölfchen zur Hilfe. Da nochmal. Frischer! Und ab geht die wilde Fahrt. Na toll, Instant Cast mal wieder am Start. Mann, ich habe doch ein bisschen Latenz, muss ich jetzt doch sagen. Was muss ich jetzt hier tun? Habe ich hier irgendein Item? Was passiert hier? Ich mach Staub, wenn ich drüber laufe. Es staubt. Oh. Schick. Da auch noch den alten Prophet der Setek hier weg. Was kommt denn da raus? Oh, das ist wie früher. Da gab es doch auch in irgendeiner Instanz. Welcher war das dann, wo die mal die Geister kamen? Aus den Leichen. Ich bin mir nicht. War das Sholomance? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gab da irgendwas. Ich erinnere mich da so ganz dunkel an was. Ja. Bin mir aber nicht sicher. Mal die Kollegen hier weg. Erdelementar und ab geht's. Ich krieg irgendwie ach so, ich stehe da in so einer Seuche drin.
Naja, so ganz viel halten die auch nicht aus. Aber ich hätte doch ganz gerne wieder funktionierende Armschienen. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich irgendwann nur noch mit einer Waffe kämpfen muss. Ich hoffe, dass ich irgendwo jemanden finde, der mir was repariert. Ansonsten muss ich echt mal mich auf die Suche machen. Oder ich muss mich heimporten zur Garnison. Das wird natürlich auch funktionieren. Ruhestein irgendwo ablegen und dann zur Garnison. Und da kann ich ja, glaube ich, auch irgendwo reparieren. Aber da müssen sie definitiv noch ein bisschen nachlegen. Ich meine, ich bin jetzt nicht so oft gestorben. Gut, ich repariere auch nicht immer, wenn ich kann. Das muss man auch sagen. Jetzt heile ich mich mal schnell ein bisschen. Ja, ihr seht, das laggt schon, ne? Das war gerade ein Instant-Cast. Eigentlich. Ja, 1035. Läuft. Ne? Wölfi, komm schon. Komm schon! Ja. Oh, Alter. Och nein. Kommt denn da wieder alles angestunken? Oh nein! Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Scheiße, Mann. Wieso kommen da denn 50.000 Scheißmobs? Fuck. Und ich stehe jetzt natürlich in der Seuche, ne? Nee. Okay. Nein, dann noch mit dem Lag, das ist echt scheiße dann. Ich mach jetzt bloß noch hier das Ganze kaputt. So. Komm schon, geh kaputt. Ich trampel doch alle über das ganze Zeug hier drüber. Geh doch kaputt, jawohl. Den Initiant der Setek nehmen wir gleich noch mit und den ollen Propheten auch noch. Wenn wir schon da sind, ne? Der macht irgendwie ziemlich Schaden da, der Kollege. Oh, und ich kann den halt nicht unterbrechen mit der Latenz. Das ist mega scheiße. Nein! Weg! Schade Latenz. Das war ganz ordentlich. Was brauche ich denn hier noch? Ich brauche zwei Propheten und ich brauche vier aus. Zwei Auserwählte. Ne, zwei Auserwählte und vier Propheten. So rum was. Und die ollen Initianten braucht kein Mensch. Die stehen halt nur dumm rum. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Stirb. Sehr gut. So. Wir brauchen noch einen Haufen von den Propheten, die irgendwie wahnsinnig viel Schaden machen. Ich weiß überhaupt nicht, was mir da so, immer so viel Schaden macht bei denen. Ich passe da nicht genug auf. Da ist wieder so ein hässlicher Prophet. Da können wir jetzt mal schauen, was denn so schmerzhaft ist an so einem Prophetenschlag. Ist es dieser komische Phantomblitz? Den er, ja, unterbrechen bringt halt echt überhaupt gar nichts. Nee. Okay, keine Ahnung, was mir da so viel Schaden gemacht hat jetzt. Oder sind das immer nur diese scheiß... Nee, die scheiß Geister sind es nicht. Meistens sterbe ich ja vorher fast. Bevor diese Geister kommen. Ich pflanze hier mal wieder meinen Erdungstotem. Ich tue immerhin einen so einen Phantomblitz abfangen. Bin mir jetzt auch nicht sicher, was mir da die letzten zwei Mal so heftig Schaden gemacht hat. Meine Hose ist jetzt auch noch gelb. Zum Glück ist mein Schwert noch nicht rot. Das wäre mies. Das wäre wirklich kacke. So ein rotes Schwert ist nicht gut. Ach, das macht immer dieses Geräusch. Die werfen irgendwie ihre Äxte rum. Ist auch ein bisschen seltsam, ne? Ich heile mich mal und jetzt ist auch schon wieder mein Erdelementar ready. Das geht echt flink, ne? 5 Minuten, das geht schuppdiupp. Ich rufe aber erst nochmal die Tussi. Ich möchte echt wissen, was die alles noch für Zeug hat.
Ja, lauf mir einfach durch die Beine. Oh, was ist das? Kralle des Rabenfürsten benutzt, verringert in den Spitzen von Arak die Kosten für Mana, Wut, Fokus. Cool, um 30%. Geil, eine Stunde lang. Ah, die Tussi ist schon ganz cool, ne? Also, würde ich mir, glaube ich, echt holen, wenn ich ihr wäre, weil einfach, oder mache ich auch im Live-Server nochmal, weil die Grundhauttasche und dann noch diese ganzen Buffs, das ist schon mächtig, finde ich. Ist zwar nicht so cool wie der Artillerieschlag, immer noch, aber ist trotzdem ziemlich cool. Ach, das ist wirklich bloß dieses Loch, was so viel Schaden macht. Also, die machen ja so ein Loch im Boden unter einem. Jetzt sehe ich das erst. Ich bin außer Reichweite. Naja, gut. Jetzt haben wir sie dann auch bald alle. Ne? Wie viele Propheten? Ein Prophet fehlt noch. Das ist doch im Rahmen des Möglichen. Da steht auch schon einer. Der möchte dringend sterben, hat er mir gesagt. Er ist alt und hat alles von der Welt gesehen. Und jetzt ist es an der Zeit zu sterben für ihn. Und da ist auch noch sein hässlicher Geist. Und der ist ziemlich langsam, genauso wie er. Mann, was habe ich denn da? Warum kriege ich denn da Schaden? Ich brenne irgendwie, aber ich habe gar keinen Debuff. Das ist total seltsam. Keine Ahnung, was das war. So, ah, ich muss hier nochmal irgendwas machen. Ach, ich muss noch den komischen Armreif von dem König holen. Sorry, musste gerade kurz niesen. Nein! Nein! Jetzt habe ich gleich zwei von denen. Mann, das war jetzt wieder mega cool. Beim Niesen abgerutscht. Total bescheuerte Idee. Ach komm, verpisst euch doch. Ja, wenigstens einer hat sich verpisst. Wenn ich jetzt schnell bin, kann ich... Naja, ich glaube nicht. Ich ziehe den, glaube ich, trotzdem wieder. Ja. Aber wenigstens ist der andere weg. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich jetzt an dem wieder hätte vorbeilaufen können. Da hätte ich ein bisschen schneller sein müssen, glaube ich. Boah, das macht echt mies viel Schaden. Dieses komische Loch und vor allem, wenn man halt einen Leck hat, dann dauert es halt nochmal zwei Ticks länger, bis man rausläuft. Ja, 14.000 Schaden oder so sind das dann schon. Also, das merkt man. Ja, wie viel habe ich insgesamt? 100.000? Habe ich 100.000 insgesamt? Doch, ja, habe ich. 108 oder 110 oder 12 oder so. Das merkt man trotzdem, ne? Ist nicht wenig. Hallo, Clownkönig. Ja, da guckt er blöd, ne? Heiltote man da noch nie gesehen. Was ist da eine arkane Salve? Was kann ich jetzt tun? Au, alter Vater, macht das Schaden. Habe ich irgendein Item gegen den Mann? Nö, eigentlich nicht. Naja, irgendeinen Trick wird es wohl geben. Ja, dann soll er doch. Soll ich mich jetzt hier hinter verpissen, oder was? Nö, hilft auch nichts. Naja. Okay, okay, dann heile ich mich halt einfach wieder. Ein bisschen Schadensvermeidung hier. Die kann ich gleich noch anwerfen. Ja, so. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll jetzt. Ich mache hier nochmal ein Heilungstotem, aber ich glaube, jetzt sterbe ich. Hey, das ist doch mega scheiße. Ne, ich sterbe nicht. Gerade so. Noch das nächste Schadensvermeidungstalent angeworfen. Und jetzt muss man halt wegmachen. Naja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber ich habe keine Ahnung. Da gibt es bestimmt irgendeinen Trick. Und ich bin einfach nur zu doof dafür. Aber es funktioniert auch so.
Zerkratzter Armreif, da haben wir ihn schon. Gibt's hier irgendwas, was man anklicken kann oder keine Ahnung? Vielleicht hat man auch ein Item im Inventar und ich war bloß zu doof, um es rauszufinden. Ja, ist auch egal. Ich hole mir noch mein Terrorka-Jungtier und den haben wir heute noch gar nicht gestellt. Erzmagier Vargott. So, und hier ist der gute König, den haben wir jetzt hier erlegt. Und ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Folgenende und einen kleinen Screenshot. Und abwechslungshalber mal wieder mit Erzmagier. Mein Gott. So. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Warlords of Draenor. Bis dann. Tschüss. So, wir haben den König erlegt. Wir haben hier ein ganz schön großes Gebiet abgequestet. Wir haben Propheten erlegt. Wir sind auch wieder gestorben. Und wir haben immer noch niemanden zum Reparieren gefunden. Aber ich hoffe, das wird noch. Und wir waren wahrscheinlich zu blöd, um irgendwelche Items zu benutzen in der letzten Quest, die wir da gemacht haben mit dem König. Aber im Endeffekt liegt er am Boden. Das ist doch was zählt. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder morgen in der nächsten Folge von Warlords of Draenor. Bis dann. Tschüss.